Hallo Lucia, hallo Manuel. Im Laufe des heutigen Tages werden weltweit knapp 2200 Kinder an Durchfallerkrankungen sterben. Wie an jedem x-beliebigen Tag auch. Und damit tötet Durchfall mehr Kinder als AIDS, Malaria und Masern zusammengenommen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich ehrlich gesagt kaum fassen. Offenbar sind wir einen Schritt davon entfernt, den Mars zu besiedeln. Und dennoch sterben auf unserem Planeten jeden Tag unzählige Menschen einen vermeidbaren Tod. Dann machen wir uns nichts vor. Durchfallerkrankungen lassen sich in aller Regel leicht abwenden und einfach behandeln. Die Grundlage dafür ist jedoch, dass eine Mutter freien Zugang zu grundlegendem Gesundheitswissen hat. Und da sind wir auch schon beim Kern des Problems. Weltweit können nämlich 500 Millionen Frauen weder lesen noch schreiben. Wenn wir also wollen, dass mehr Menschen auf diesem Planeten in Würde und Gesundheit leben können, müssen wir es schaffen, diesen Frauen barrierefreies Wissen zu vermitteln. Das ist jetzt zugegebenermaßen keine ganz neue Erkenntnis und dennoch gibt es bis heute keinen robusten, skalierbaren Weg, genau das umzusetzen. Darum haben wir uns vor knapp 5 Jahren daran gemacht, eine Lösung für dieses Problem zu entwickeln. Wir haben eine Non-Profit-Organisation gegründet und ein Projekt namens Audiopedia ins Leben gerufen, eine digitale Plattform für lebenspraktisches Wissen. Seitdem arbeiten wir weltweit mit freiwilligen und lokalen Organisationen an diesem Thema. Mit dem Ziel, fundiertes Gesundheitswissen als digitales Audio in der Muttersprache der Frauen zur Verfügung zu stellen. Am Anfang haben wir dazu solarbetriebene MP3-Player genutzt. Mittlerweile setzen wir mehr und mehr auf Web-Apps, die selbst auf einfachen Smart-Feature-Phones verfügbar sind. Das klappt auch schon ganz gut. Durch Projekte vor Ort und unsere digitale Plattform haben wir inzwischen mehr als 1 Million Frauen erreicht und auch viel Anerkennung für unseren Ansatz erhalten. Wir haben aber auch viel dazugelernt. Wir müssen nämlich zum Beispiel ganz nah an den Menschen dran sein, um wirklich zu verstehen, welches Wissen in ihrem Alltagskontext relevant ist. Idealerweise wird dieses Wissen also vor Ort entwickelt. Und um das zu erreichen, müssen wir unsere Plattform dezentralisieren und lokale Partner stärker einbinden. Und genau das war die Ausgangslage für unser Projekt innerhalb des Unlock Accelerators. Unser Ziel war der Entwurf einer dezentralisierten Infrastruktur zur Schaffung von hörbarem, lebenspraktischem Wissen im globalen Süden. Und da ist man natürlich konzeptionell sehr schnell bei Wikis und somit auch bei der Software, die hinter Wikipedia steckt. Unsere Lösung basiert nämlich auf MediaWiki. Und das bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich. Die Software ist robust und skalierbar. Wir können Audio-Contents einfach über Widgets integrieren und knüpfen an 17 Jahre Entwicklungserfahrung an. Und alles ist auch sehr leicht zu lokalisieren und zu internationalisieren. Aber werfen wir mal einen Blick auf unsere Prototypen für das Audiopedia-Wiki. So wie hier wird der typische Endnutzer die Website auf seinem Handy vorfinden. Man sieht, dass wir den Audioinhalt über ein schwebendes MP3-Widget einfach hörbar und teilbar machen. Außerdem ermöglicht ein ausdruckbarer QR-Code, das entsprechende Audio im physischen Raum, etwa in Krankenhäusern oder Schulen, zugänglich zu machen. Wenn wir uns den Prototypen auf einem Rechner anschauen, dann sieht man, dass wir versucht haben, die Oberfläche sehr intuitiv und aufgeräumt zu gestalten. Da erinnert wenig an andere Wikis. Man kann sich sehr leicht einfach durch die entsprechenden Themen klicken oder auch alternativ die Suchfunktion wählen. Verfügt man über die entsprechenden Zugriffsrechte, lässt sich der Inhalt auch leicht editieren, wie bei jedem anderen Wiki auch. Auch das Anlegen neuer Contents haben wir versucht, so einfach wie möglich zu gestalten. Als Gründer von Audiopedia haben wir auch gemeinsam als 2-Personen-Team am Unlock Accelerator teilgenommen. Wenn es jedoch darum geht, unseren Ansatz zu skalieren, setzen wir wie bisher auf unser Netz an Volunteers und Partnern. Im nächsten Jahr steht zum Beispiel ein Wiki-Pilotprojekt in Nigeria mit lokalen NGOs und der University of Nigeria auf dem Plan. Und schon heute entwickeln Harvard-Studenten für uns eine API, mit der sich maßgeschneiderte Audiopedia-Apps für lokale NGOs erstellen lassen. Studenten der Columbia University wiederum entwickeln eine Strategie für die Implementierung lokaler Audiopedia-Hubs im globalen Süden. Für das Projekt Audiopedia ist das Wiki also der Beginn eines ganz neuen Abschnitts. Ein vielversprechender Beginn, wie wir meinen. In den letzten 3 Monaten haben wir im Rahmen des Accelerators von zahlreichen, haben wir diesen Ansatz im Rahmen des Accelerators von zahlreichen Seiten beleuchten können. Eine kollaborative Plattform für barrierefreies, lebenspraktisches Wissen eröffnet neue Perspektiven. Nicht nur für unser Projekt, sondern für Millionen von Menschen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ein wenig Unterstützung dafür sorgen können, dass das Wissen dieser Welt gerechter verteilt wird und dass es vor allen Dingen endlich dort verfügbar ist, wo es am dringendsten benötigt wird.
Vielen Dank fürs Zuhören.